Und weiter geht es mit Assassin's Creed Unity. Ich habe nur mal eine Schnellreise wieder in unserem Bezirk gemacht, wo wir hin müssen für die nächste Mission. Oh, ich wollte schon sagen, er springt jetzt ins Nichts. Gott sei Dank. Und nachdem wir in der letzten Folge gefahren haben, wer der Weise ist und wer der Vater von Elise Vater da ist, müssen wir jetzt zu Mirabeau. Ein Treffen mit Mirabeau. In der Sequenz 7, Erinnerung 2. Nun, da Jamals wahre Identität aufgedeckt ist, muss Mirabeau gewarnt werden. Ein Besuch auf seinem Anwesen wird ihn auf den neuesten Stand bringen. Spielen. Mit Mirabeau sprechen. Die Vögel wurden gerade aktiv. Wo muss ich denn hin? Na, noch höher. Was für ein merkwürdiges Treppenhaus. Elise? Monsieur Mirabeau? Mission startet, würde ich mal sagen. Oder, die Mission. Ladebildschirm. Zum Glück vorbei. Elise? Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Oh, Mirabeau wurde umgebracht. Verdammt. Erstmal das hier machen, die Tat untersuchen. Wie die Leiche einfach nicht mehr zu sehen ist. Im Adlerauge. Oh. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Weitere. Da liegt irgendwas. Ein Taschentuch. Anscheinend von einer Dame. Also, dann ist nur die Hälfte der Adligen von Paris verdächtig. Hm? Vielleicht erkennen die Bediensteten es wieder. Mhm. Was haben wir jetzt hier noch? Sprechen. Da haben wir einen Schrank. Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. So, jetzt müssen wir mit dem Tatort untersuchen, 2 von 3. Beschuldigen? Wir sprechen ja mal mit den Angestellten. Ich will doch nicht sie beschuldigen. Ich habe schon mal so eine Mordmission auf YouTube gesehen, aber das war nicht die hier, das war eine andere. Ach, der sitzt da. Ich wollte schon sagen, was für eine Haltung hat denn der? Hallo. Ja, Herr. Wart ihr den ganzen Tag hier? Nein, Herr. Ich kam um 4 Uhr, um nach der wöchentlichen Weinlieferung zu sehen. Ist jemand nach euch gekommen? Nur die junge, rothaarige Dame, Herr. Sie ging schnurstracks zum Büro meines Herrn. Und ihr wart nicht im Obergeschoss? Die wöchentliche Weinlieferung ist sehr umfangreich, Herr. Verstehe. Danke für eure Zeit. Kann ich nochmal mit dem sprechen? Oder gibt es hier noch mehr? Ich will sie nicht beschuldigen. Herr, erkennt ihr dieses Taschentuch? Oh ja, Herr. Es gehört Emilie. Emilie? Die Magd. Soweit ich weiß, hat sie einen Monatslohn gespart, um es sich zu kaufen. Damit fühlt sie sich wie eine Dame, sagt sie. Und wo ist Emilie nun? Auf dem Markt, Herr. Danke. Gerne, Herr. Der Diener behauptet, es wäre nicht nach das Taschentuch dem Dienstmädchen Emilie. Ich kann sie bei dem Läden der Straße runterfinden. Weil ich muss erstmal den Tatort weiter untersuchen. Da habe ich irgendwas übersehen. Soweit ich das verstanden habe.
Ja, da liegt doch was. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Mirabeau's Terminkalender. Interessant. Jetzt müssen wir die noch Meister Kemar sprechen. Mhm. Ich hätte gedacht, ich müsste jetzt auf den Markt gehen. Ist die nicht hier? War die nicht hier? Ich wollte noch mit ihr reden. Oh, ich will die Boten nicht töten ohne dich. Dann sprechen wir erstmal mit dem, ob er irgendwas gesehen hat. Ich hätte mit dem Dienstmädchen noch vorher reden sollen, aber ich wusste nicht, dass der Tatort dann sagt nö. Och, warum muss das alles auseinander liegen? Ich hasse das. Bestimmt wird die Folge Detective Arno heißen. Sowas oder... Ja. Da lasse ich meinen Einfallsreichtum, der nicht vorhanden ist, einfallen vor allem. Setze ich meinen nicht vorhandenen Einfallsreichtum ein. So. Oh, erstmal kommt wieder. Achso, wir sind schon hier. Meister Kumar sprechen. Hallo. Bin ja mal gespannt, was der uns zu erzählen hat. Was stand da gerade? Assassinenrang. Der ist halt Soldat. Hallo. Ich muss mit dir sprechen. Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Lorder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt zu dem Apotheker. Meister Kumar kennt einen windigen Apotheker, der sich auf Geschäfte im Hinterzimmer spezialisiert hat. Wie geht's dir, Freund? Mit dem Apotheker sprechen. Machen wir doch natürlich. Hier haben wir einen Zweck, Hector Arno. Erstmal kommt dieser Ladebildschirm, er zeigt dauerhaft Laden. Danke. Wie weit ist der weg? Ach, zum Glück nur 300 Meter. Ich hab's aufgerundet. Ich weiß, dass das 293 stand. Mit dem Rat sprechen. Hey du! Och. Komm sofort zurück, du Dieb! Dieb! Meins. Böser Dieb. Komm hier hinten auch rüber. Ja, hier hinten geht's auch rüber. Gut. Das ist so mit dem Fluss, habe ich noch nicht, wann es darüber geht. Café Theater. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es Elise war. Ja, glaube ich. Warum sollte sie ihn umbringen? Das verstehe ich ja dann nicht. Den Sinn dahinter. Sie wissen, dass es der weise Jamar war, der Silberschmied. Und ja. Warum sollte er sie dann den Assassinen umbringen? Und wir haben gehört, dass die Templer sich gegen Elise gestellt haben. Also wäre das ja
würde sie ihren Feinden einen Gefallen tun. Geld hast. Wo? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Ich denke, eine... Oh. Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Warum? Verdammt, kommt wieder zurück! Wo will der denn? Langsamer! Wartet! Hä? Warum haut er denn ab? Tut mir nichts! Ja. Komm her! Ich habe nur ein paar Fragen! Oh Gott. Alter. Der ist weg. Mann. Verdammt. Hier geblieben. Hau nicht ab! Ich bin ein guter Kerl! Och Mann, wie krieg ich den jetzt so schnell? Da wäre der Aufzug gewesen. So. Hier geblieben. Arno, du bist echt bescheuert. Weißt du das? Och, Arno. Ganz ehrlich. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Lass los. Arno. Es ist hinüber, weil er sich lieber festhält, als loszulassen. Och, Mann. Hey, er kommt in meine Richtung, oder? Das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht verstanden, warum er sich da festhält. Ich habe Kreis gedrückt gehalten, er hat sich lieber nach oben gezogen. Okay, die volle Synchronisation kann ich vergessen. Jetzt hat er verloren. Warum haust du vor mir ab? Warum? Keinem erzählt, genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ja! Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Ach. Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier, dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Sequenz 7, Erinnerung 2. Ein Treffen mit Mirabeau. Mir egal. Fortfahren. Aufgabe abgeschlossen. Der Tod von Mirabeau. Mirabeau. Ich nenne jetzt Mirabeau, hört sich besser an. Mirabeau. Nein, du hast... Oh, es regnet. Wir holen uns noch die Kiste hier. Kann ich vergessen? Komme ich nicht dran. Bin ich zu schlecht. Ich hätte gesagt, vielleicht ist da ein Fenster offen, aber da war eine Katze. Da sitzt eine Katze. Ich wiederhole, da sitzt eine Katze. Cool. Nö, hier sind keine Fenster offen. Nur das Fenster hier ist offen. Gut. Schade. Was ist das rote Symbol auf der Karte? Nicht renoviertes Gesellschaftsclub. Aha.
Oh, Entschuldigung. Versuche nicht, mich in das Licht zu führen. Danke. Oh, ich weiß nicht, warum ich hier andauernd gießen muss in den Aufnahmen. Was ist mit diesem Gesellschafter? Wieso würde mich das kosten? 1000. Schade, haben wir nicht. Was machen wir jetzt? Wo müssen wir denn hin als nächstes? Ich weiß nicht mal, wo die Mission ist da. Da waren wir schon mal. Wir sind gerade da. Also es ist kein Aussichtspunkt in der Nähe, den wir machen könnten. Es ist auch keine Assassinen-Mission in der Nähe direkt. Wo ist der nächste hier liegende Aussichtspunkt? Dann machen wir kurz schnell drei sichern und holen uns noch einen Aussichtspunkt am Ende dieser Folge. Das ist, glaube ich, immer gut. Dann brauche ich nicht nochmal eine Mission anfangen. Dann machen wir einfach immer, wenn so der Fall ist, so 15 Minuten entweder noch eine Nebenmission, wenn eine in der Nähe ist, oder ein Aussichtspunkt, der etwas weiter weg ist. So decke ich schon die Karte auf, verschwinde dafür keine zusätzlichen Folgen, wo es nur um Aussichtspunkte geht. Und ja. Und ich habe letzte vor Anfang dieser Folge, weil ich ja letzte Folge gesagt habe, ich wollte in Folge 13 reingucken, ja. Er hat einen anderen Synchronsprecher, aber wenn man drauf achtet und Thumbnail sich anguckt der Folge, ja, er hat unterschiedliche Augenfarben. So wie der Weise aus Assassin's Creed 4. Weil ich hatte gedacht, weil Assassin's Creed 4, der eine sah genauso aus wie der andere oder so ähnlich, dass die zumindest immer gleich aussehen mit Bart und allem, aber... Da hat Ubisoft Nein gesagt. Okay. Du bist ein Witz, du. Toll, jetzt wird eine Assassinen-Mission in der Nähe, aber ich möchte gerne einen Aussichtspunkt machen, der hier irgendwo war. Wir legen dich um und schlagen dich in Stücke! Dein letztes Stück leider geschlagen, du Arsch! Letzter! Ist zufälligerweise irgendwo ein Aufzug? Ich mach dich nieder! Ein Aufzug wäre schön. Aufzug. Da ist Aufzug. So. Sehr gut. Hat er mich gerade Hurensohn genannt? Man kann sagen, was du willst. Ist das mit Unity nehmen die schon ganz schön harte Wörter in den Mund? So, ich glaube, einer sieht mich immer noch. So. Ich glaube, jetzt sehen sie mich nicht mehr. So, wo ist der nächste Aussichtspunkt? Oh, ich bin falsch gelaufen. So falsch auch wieder nicht. Es geht. Es geht. Erstmal gönnen wir uns eine Heilung. Ja, ich habe Punkte. Warum ist hier ein Sperrgebiet auf der linken Seite? So. Da ist eine blaue Kiste. Darf ich ganz kurz durch? Gehen Sie bitte aus mir raus. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Ich mag es nicht, in anderen Männern zu stecken. Auch wieder eine sehr, sehr zweideutige Aussage. Zip. Hinunter. Wir haben es gleich geschafft. Gott sei Dank. Hopp. Ach, da ist noch ein Nostradamus-Rätsel. Oder Nostradamus. Hieß Nostradamus? Oder Nostradamus? Da muss ich nochmal nachgucken, wie es richtig hieß. Bevor wir das nämlich starten. Nostradamus. Ja. Nostradamus-Rätsel. Und hopp. Kletter hoch. Wollte er gerade nicht. Hopp, komm höher. Oh, ich hab gerade ein Pferd hier drunter. Jetzt muss ich auch noch hier nach so einem Ding
Ausschau halten, wo man hochklettern kann. Und wir sind oben. Sehr schön. Halli hopp. Halli hopp. Falsche Richtung. Gott sei Dank. Und dann würde ich sagen, das war diese Folge Assassin's Creed Unity. Wir haben... Aber wir müssen jetzt den Mörder von Mira Bö. Ich vergesse immer, wie das ausgesprochen wird. Bei Französisch hakt es bei mir. Mirabeau, den Mörder finden. Wir wissen, dass er vergiftet worden ist. Und wissen, wo die zweite Dosis Gift hin ist. Und wir wissen, dass es einer mit einer Kutte war. Und höchstwahrscheinlich ein Assassine. Und da bin ich mal gespannt, ob wir herausfinden, welcher Assassine das ist. Aber das erfahren wir erst morgen um 15 Uhr. Bis dann. Tschüss.